Meine Freunde, wenn er jetzt vorne in der Haustür reinkommt, dann geht er hier die Treppe runter. Immer. Ne? Man kann auch hinten rum durch den Keller, in den Keller. So, jetzt habe ich meine Clubleuchte schon mal reingemacht. Da wird noch Club drauf geschrieben. Ne? Und gut, ganz einfach, wenn, dann machen wir das richtig hier alles. Ne? Hier, das letzte Dezember. Flickflack, wild mit meiner Tochter, wo wir da waren. So, und hier ist Udo und Jörg. 22 haben wir den Weihnachtsbaum in Dortmund mit Unterberg verabschiedet und dann gehst du hier in den Club rein. Fängt schon alles an hier, ne? Und ihr seht ja gleich hier vorne rechts, letztes Mal hatte ich das ja gesagt, wo es so voll war mit den ganzen Lichtern, das ist jetzt alles schon mal sehr, sehr viel schöner. Und natürlich wird das ja das helle Licht, der ganze Keller heller. Aber ich kann auch das andere Licht ausschalten per Fernbedienung, heutzutage ist alles per Fernbedienung. Kannst alles ausschalten, anmachen, tun, machen, was du willst. Aber so ein bisschen rund müssen wir ja haben. Ne? Und dann kann man hier überall tanzen. Eigentlich wurde meistens früher hier getanzt. Schauen wir immer so nahe Dusche, falls man mal ein Bäumchen machen muss und so. Die Waschmaschine kommt noch da unten runter, muss aber alles ein bisschen ein Stückchen höher. Dann steht die gleich daneben der Schleuder. Hier meine Mickey Mouse. Ey, Volker ist so genial, der lacht uns dann immer an. Wer hier am Pult steht, hier kommt hier überall Plattenspieler und alles hin und Verstärker und was nicht alles, wo ich die Boxen stelle, ich kann mal da rechts anhängen und dann ist hier hinten eine da, dahin, kann man auch ein Bier drauf abstellen, ist kein Thema. Hier ist mein Mother, das ist das Gedenken an den Brand im Krefelder Zoo und da sind ja so viel 38 Affen verbrannt und Mother. Leider auch, mit ihm hatte ich vorher noch ein schönes Fotoshooting. Das habe ich auch ein bisschen hier unten dargestellt. Der saß erst da in seinem Loch, sah mich am Gitter oben stehen. Ne? Jetzt ohne Scherz, das ist so mega gewesen. Und dann ist er da gekommen, hier. Da ist er dann etwa auf meiner Höhe und hat sich dann so irgendwo hingesetzt und hat da Fratzen gemacht. Ein Spielchen, was ich alles, das war so genial. Da hat er mir der Nachbarin gesagt, die neben mir stand, hör mal, der ist ja gerade zu Ihnen gekommen. Ich sage, ich habe schon immer... Na, das will ich jetzt nicht weiter sagen, weil das meinen die Leute wieder. Naja, wir stammen eben halt vom Affen ab. Ne? Hier oben mein Strohlip, Licht. Ah, oh, geil. Wenn ich dann jetzt das andere Licht ausmache, hast du dann hier unten die Blitze. Ich will aber noch ein stärkeres Flashlight haben. Das kommt da oben links, obwohl ich ja eigentlich auch noch hier ein Blaulicht habe. Okay, die Pitchkiste ist leer. Ui, da ist ein Blaulicht. Dann habe ich hier die ersten Getränke stehen. Hier die erste Polizeimütze von meinem Vater bestimmt, damals Bobby-Mütze. Ja, dann stehen die wichtigsten Getränke. Rosenbier steht hier auch, ne? Schlüpfgenbier habe ich schon genommen. Gläumes. Diebels habe ich hier auch irgendwo stehen, weiß jetzt nicht wo. Hinten Jägermeister Killepitsch müsste ich eigentlich auch. Über hier habe ich natürlich Landpostbier. So eine ist schon da, auf jeden Fall. Unterwerk. Ja, und die Unterbergflasche Brasil, die kommt hier auch noch hin. Heutzutage kann man die leider überall schon kaufen. Ach, das ist hier mein Luftbeweger. Ey. Hier, Qualmaschine kommt auch noch rein. Muss man auch noch besorgen. Kaufe ich noch. Muss halt immer so ein bisschen über die Monate verteilen, damit das im Monat nicht zu teuer wird. Gladbach. Dann habe ich den Züricher Club hier, ja, auch oft in Zürich. Alles von bestens. Dann die ganzen Tickets von mir, die kommen noch weiterhin. Guck mal, der macht doch schon ein gutes Licht da oben, ne? Den kann man jetzt natürlich auch, also so Lamps, die haben, weiß ich nicht, wie viele Modis, die man da abspielen lassen kann. Ist echt der Wahnsinn, was man damit alles heutzutage machen kann. Und das ist echt schon genial. So, die hält jetzt langsam auch, die ist mir langsam immer runtergeknallt. Nein, man kann die nicht einfach durch das Gehäuse festschrauben. Außerdem schraube ich hier oben am Holz sehr, sehr ungern, da sind immer Löcher für immer. Ich glaube, die, das ist eher so eine... So eine Disco-Kugel, die man auch so hinstellt, wie irgendwie so an der Seite, ne? Weil man hat da keine Möglichkeit, irgendwas, na, man kann immer durch Plastik durchschrauben, ich weiß, ne? Macht die Sache auch nicht schöner. Da macht man ein doppelseitiges Klebeband drauf und zack, fertig, ne? Und ich hoffe, dass die jetzt hier hält, weil ich die jetzt in den vorderen Bereich gebracht habe, wo man reinkommt. Und reinkommen tut man hier. Da kommt noch ein cooles Plakat dran, muss ich mir noch bestellen, vielleicht habe ich es schon. Warte mal, ich muss mal kurz ausmachen, ich muss mal was gucken. So, warte mal, ist vorbei, es ist da, ich habe gerade was gemacht. Schaut mal hier,
Schaut mal hier. Mega, ne? Ha! Mega, oder? Ey, das ist... Ich hab mir den... Ich hab's leider nicht mehr dran gedacht, dass ich den... Den hat sich hier unten in den Keller schon hingelegt. Ist ein Aufkleber natürlich. Und ich hab's irgendwie total vergessen, was ich da bestellt hatte. Aber macht mich absolut glücklich. Das ist es, was ich immer sage zu Gitarren. Also nicht Bassgitarren. Eine normale, sechsseitige Gitarre. Also, wenn da eine Bassgitarre stehen würde, würde davor stehen Bass. Hier in der Bude gibt es zwar genügend Bass dann, aber das ist dann ein anderer Aufkleber, der später hier reinkommt. Der kommt vielleicht da unten drunter. Aber das ist schon Hammer. Hammer, Hammer, Hammer. Ey, ist Freude pur. Freude pur. Gesehen. Ich habe den Modus gefunden für den Club, für die Club-Lichtlampe. Pass mal auf jetzt. Ha! Und da kommt Club-Licht drauf. Mega, also geschrieben, mega. Immer absolut cool hier alles. Wie Wahnsinn, wie das alles hier läuft. Genau so, wie ich mir das vorgestellt habe.